Ich war auf einem unglaublichen Event. Es gab eine Tesla Lightshow, es gab eine Ausstellung zum Thema E-Autos. Die letzten sind jetzt noch vor Ort, die hier heute Nacht übernachtet haben. Es gab unglaublich viele Eindrücke, viele, viele neue Kontakte und ein großes Netzwerk, das man hier irgendwie knüpfen konnte. Und es war super spannend, ein richtig spannendes Wochenende. Und so sah das Ganze aus. Tesla selbst stellte einen Tesla X aus, der ausgiebig vor Ort inspiziert werden konnte. Auch verschiedene andere E-Auto-Modelle wurden ausgestellt, wie zum Beispiel der EQS. Eine Vielzahl von Angeboten richtete sich an Tesla-Fahrer, so zum Beispiel das neue Soundsystem von HiFi Planet. Ein Soundsystem, das schon beim Vorbeischlendern natürlich lockt. Aber richtig überraschend tut es dann, wenn man eine richtige Kostprobe bekommt. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und gleich einmal zur Probe im Fahrzeug Platz genommen. Aber hört selbst. Unverwechselbarer Sound, der im Video natürlich längst nicht so rüberkommt wie im Fahrzeug selbst. Kein Klappern, Zischen oder Übersteuern, jede Nuance astrein, die hohen und auch die tiefen Töne. Alles lässt sich original zurückbauen und wer möchte, kann es sich einfach selbst einbauen. Auch das Thema Camping erhielt auf diesem Event besondere Aufmerksamkeit. Campstream stellte eine All-in-One-Lösung vor, die an die Klimaanlage des E-Fahrzeugs angeschlossen wird und per App steuerbar ist. Warmhalten, Abkühlen und Regulieren der Luftfeuchtigkeit im Zelt übernimmt der Campstream. Eine weitere Innovation stellte Tesla-Ausstatter vor, die ein geräumiges Zelt für das Model Y im Gepäck hatten. Es wird mit dem geöffneten Kofferraum verbunden und erweitert so den Raum deutlich. Es lässt sich allein aufbauen und bietet mit zwei Räumen, Fenstern und Lüftungen viel Platz für den nächsten Campingaufenthalt. Und ich durfte am Nachmittag zusammen mit anderen YouTubern auf der Bühne stehen und gemeinsam zum Thema Urlaub im E-Fahrzeug diskutieren. Ein spannender Austausch über Roadtrips und die Ladesituation auf Reisen. Zum Abend hin wurde dann auf den Weltrekordversuch zur Tesla-Lichtshow auf dem Parkplatz hingefiebert. Und mit 255 Fahrzeugen gab es tatsächlich die größte Tesla-Lightshow der Welt. Seht selbst. Thank you.
Ein ganz besonderes Highlight sollte schließlich noch warten: das große E-Auto-Camping über Nacht. Dazu in einem weiteren Video mehr. Hallo vom To Be Fair elektrischen Community Event in Hamm. Hier haben einfach hunderte Tesla-Fahrer heute Nacht übernachtet und hatten gestern einen phänomenalen Tag. Es war einfach, ja, der pure Wahnsinn. Frühstück! Oh. Zeit, ja. Ihr werdet darüber mehr erfahren in meinem nächsten Video auf YouTube und bleibt am Ball. Ich freue mich über alle Kontakte, die ich hier neu dazu gewonnen habe. Die werde ich auch gerne nochmal verlinken. Schaut bei denen gerne auf den Kanälen vorbei und ja, bis zum nächsten Mal.